Das ist natürlich halt ein Problem. Wohnungen brauchen Fläche. Wir wollen alle einen Flächenverbrauch reduzieren. Das ist ja inzwischen auch eine Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung. Die berühmte 5 Hektar Ziel, dass maximal 5 Hektar pro Tag in Bayern dazu werden soll. Auf der anderen Seite, in Großregionen wie München brauchen die Menschen Wohnraum. Und unserer Meinung nach muss man halt da einfach ja, langsam, aber sicher, zumindest zum Teil, ein bisschen weg von den üblichen Baugebietsausweisen, wo jemand seine Häuslein baut und dann kommt eine Familie her, irgendwann 10 Kinder weg, der Mann stirbt und irgendwann ist dann eine ältere Dame mit 75, 80 Jahren allein ein bisschen Haus drin. Dieses Modell ist einigermaßen ja, leider immer noch das, was das vorherrschende Modell ist, wie Wohngebiete ausgewiesen werden. Da müssen wir es in Zukunft anders machen. Ein gutes Beispiel ist da die Gemeinde Furt, die zufälligerweise auch vom grünen Bürgermeister über 18 Jahre geleitet worden ist, die gesagt haben, wir wollen das verlassen, wir gehen auch ganz bewusst in den Geschosswohnungsbau im Ortskern drinnen. Ich weiß nicht, wer in Furt bei Landshut schon mal war, diese Ortsmitte, dieser Ortskern. Das ist das, wie wir uns modernes Bauen vorstellen. Das heißt natürlich dichtere Bebauung, auch eine höhere Bebauung, auch im Ortskern, wo Menschen sind, wo Menschen miteinander leben können. Und das heißt natürlich, wenn wir nach außen hin klar machen, wir wollen nicht eine Schlafstadt von München werden, wir wollen nicht zum Vorort von München werden, auch eine etwas restriktivere Ausweisung von Baugebieten, das heißt jetzt nicht, das hätte man so vorhin gesagt, natürlich, wenn man ein neues Baugebiet ausweist, das ist sofort besser, weil die Baupreise bei uns noch einigermaßen stimmen. Aber es kann nicht sein, dass wir in diesem Wettbewerb mitmachen, wie ihr erlebt in der Gemeinde Mintraching zurzeit. Da ist jetzt im Landkreis Freising zum ersten Mal die Grenze von 1000 Euro überschritten. In Freising sind wir auch schon drüber. Wo es in die Gerner Dörfer die Baupreise so hoch werden, wir dürfen in den Spuren nicht mitmachen, wir dürfen nicht zur Schlafstadt werden, wir dürfen nicht zu einem zweiten Neufahren werden. Wir müssen unseren dörflichen Charakter, unseren ländlichen Charakter erhalten. Auch wenn wir in diesem Steckgürtel von München sind, das müssen wir einfach irgendwie hinbringen, sonst müssen wir schaffen. Kurze Nachfrage, wie? Irgendwie hinbringen? Ja, indem wir erstens eine Höhe bauen, indem wir Gewerbe, wir haben jetzt bei meinem Wohnen, aber jetzt geht er ein bisschen zusammen, Gewerbe und Wohnen versuchen einigermaßen in Einklang zu bringen, dass die Wege kürzer werden, dass Menschen nicht mehr so viel fahren müssen, indem wir nachverdichten innerhalb der Ortschaften, indem wir die Ortschaften nicht ausufern lassen, und indem wir halt einfach auch nicht alles mitmachen und Bauland ausweisen, wird halt einfach bloß damit man Geld in den Rechnung hat. Das ist halt, ja, man muss auch mal nachschauen, das ist ganz wichtig.